Willkommen zu einem neuen Beitrag. Ja, der dritte Teil von euren Erlebnisberichten. Eigentlich wollte ich diese Berichte ja nur sonntags bringen, weil nicht alle so sehr daran interessiert sind, aber letztendlich greifen dann doch sehr viele auf diese Videos zu. Der Grund, warum ich es diesmal freitags bringe, ist einfach der, dass ich zeitlich wieder am Haken hänge. Also die Recherche für ein Video für diesen Freitag jetzt, das bekomme ich zeitlich nicht hin. Und bevor ich dann gar kein Video mache, da habe ich mir gedacht, ich mache einfach die Erlebnisberichte für den Freitag. Und für alle, die jetzt grummelig sind, ab nächste Woche geht's ja dann wie gewohnt weiter. Und wie gesagt, die Alternative wäre eben gar kein Video gewesen. Also dann schauen wir mal, was ich da noch so habe von euch. Ja, ihr wisst, diese Erlebnisberichte, das ist ja mehr etwas zum Zuhören, da gibt es keine Bilder, es sei denn, irgendjemand hat bei seinem Bericht Bilder mitgeschickt. In den Kommentaren der letzten beiden Videos, da haben einige dann geschrieben, dass sie das alles nicht glauben und dass die Leute sich das ausgedacht haben. Jeder könnte ja so eine Geschichte schreiben und mir die senden, das ist alles absolut richtig. Aber man kann auch davon ausgehen, dass einige etwas erlebt haben, das sie als paranormales Ereignis wahrgenommen haben. Und das ist ja nichts anderes als diese Berichte, die ich ja sonst so präsentiere. Das sind Berichte von Menschen, die glauben, sie hätten etwas erlebt, das nicht erklärbar ist. Und in sehr vielen Fällen, die ich hier so präsentiere, da ist das ja erst auch einmal so. Und diese dauernd wiederkehrende Frage, ob ich das alles glaube, das ist überhaupt nicht relevant. Die Frage ist, was haltet ihr davon? Und das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich spreche hier erst einmal niemanden ab, dass er das, was er schreibt, erlebt hat und sich nicht erklären kann. Von daher liegt es ja im Ermessen jedes Einzelnen von euch, ob er das glaubt oder nicht. Das ist das Wesen von Mystery-Geschichten, dass es entweder gar keine oder nur ein paar Beweise gibt oder eben mehr oder minder Indizien dafür, dass etwas vorgefallen ist. Gäbe es ganz klare Beweise für das, was hier auf diesem Kanal so geschildert wird, dann wäre das kein Mystery-Kanal, sondern ein Tatsachen-Kanal. Dann gäbe es nämlich dieses Thema Mythen und Mystery gar nicht, das sich hier viele so gerne anschauen. Wenn ihr also der Meinung seid, dass das, was die Mythengemeindenmitglieder hier berichten, nicht stimmt, dann könnt ihr das Ganze eben noch als spannende Unterhaltung sehen. Und das ist eben das, was einige von euch auch sonst mit dieser Thematik hier auf dem Kanal so tun. Etwas zu glauben oder nicht, das hat oft mit der eigenen Erfahrung, die man gemacht hat, zu tun. Wer nie derartiges erlebt hat, dass er sich nicht mehr erklären kann, der wird es schwerer verstehen, dass es Menschen gibt, die an solche Dinge glauben. Eben weil sie derartiges schon erlebt haben. Und wenn man sowas erlebt hat, dann sucht man natürlich dann auf YouTube auch Kanäle, wo über so etwas berichtet wird. Und dann ist es nun mal als Folge so, wenn man einen Aufruf macht und sagt, schreibt mir das, was ihr erlebt habt, dass dann auch sehr viel ankommt. Ich will gar nicht abstreiten, dass die eine oder andere Sache dabei sein kann, wo jemand gedacht hat, jetzt denke ich mir aber mal eine tolle Geschichte aus und schick sie dem ollen Mythenmetzger. Aber deshalb unterstelle ich nicht jedem, der hier geschrieben hat, dass er sich das alles ausgedacht hat. Das wollte ich zu Beginn jetzt noch einmal kurz erklärt haben, weil ich so den einen oder anderen Kommentar gelesen habe, der nicht besonders nett formuliert war gegenüber denjenigen, die ihre Berichte geschrieben haben. Aber gut, kommen wir dann mal zu euren Erlebnisberichten. Für den ersten Beitrag, da hat mir jemand ein Video mitgeschickt und die junge Dame hat natürlich nicht geschrieben, ob ich den Namen nennen darf oder nicht. Das vergessen ganz viele und deshalb werde ich die jetzt nur noch Jupp oder Lisbeth nennen. Das habt ihr jetzt davon. Also, Lisbeth schrieb mir, dass sie auf der Überwachungskamera irgendetwas aufgenommen hat. Das seht ihr hier schon mal durchs Bild fliegen. Leider hat sie jetzt nichts weiter dazu geschrieben, auch nicht, warum die Kamera so diesen Bereich dort überwacht. Da gibt es ja so diese Orb-Geschichte, da sind dann ganz viele solcher Punkte auf Fotos drauf, die mit Blitzlicht gemacht wurden. Im Prinzip handelt es sich dabei eigentlich um Staub. Dieser Punkt hier, der bewegt sich dann aber irgendwie durchs Bild. Ja, da kann man jetzt tausend Dinge zu sagen. Ein Staubkorn, das durch den Luftzug durch die Wohnung gepustet wird. Irgendeine Spiegelung oder so etwas in dieser Richtung. Und jede Menge andere Dinge. Auffallend ist, dass dieser Lichtpunkt einfach so auftaucht. Der ist ja erst gar nicht da und taucht dann plötzlich auf und bewegt sich. Ich schneide das jetzt mal schneller hintereinander und so, dass ihr dann nur noch diese Szene seht, wo der Lichtpunkt auftaucht und fliegt.
Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, worum es sich dabei handelt. Als nächsten Bericht, da habe ich dann einen Jupp, der schreibt. Und der erzählt Folgendes. Du hast ja jetzt diese Reihe, also ich, in der Zuschauer ihre eigenen Erlebnisse mit Geistern erzählen dürfen. Da war auch unter anderem ein Roger aus der Schweiz dabei, der erzählt hat, dass seine Taschenlampe nicht funktionieren wollte, als er in Richtung eines Geistes leuchten wollte. Und nun muss ich sagen, dass ich selber auch schon so ein Erlebnis hatte. Unser Haus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut, ist also schon etwas älter. Gut möglich, dass hier auch mal jemand gestorben ist. Genaueres weiß ich aber nicht. Zumindest gehe ich aber davon aus, dass wir einen Hausgeist haben, da hier Dinge passieren, die ich mir nicht erklären kann. Ich schlafe Wand an Wand mit unserer Bodentreppe, die noch eine alte Holztreppe ist und den einzigen Zugang zum Dach bildet. Da die Wand dazwischen recht hellhörig ist, hört man, wenn da jemand hoch oder runter geht. Allerdings höre ich manchmal, wie oben jemand umhergeht, ohne dass er die Treppe raufgekommen wäre. Wie gesagt, die Treppe ist der einzige Zugang zum Dachboden. Nun war ich einmal auf dem Dachboden gewesen und habe etwas in der Ecke gesucht, in der es kein Licht gibt. Deswegen hatte ich eine Taschenlampe dabei, die auch gut aufgeladen war. Ich stand vor der Ecke, wollte die Lampe einschalten, doch siehe da, sie funktionierte nicht. Ich habe mich natürlich gewundert und wollte eine andere Lampe holen, aber ich habe zum Test noch einmal in eine andere Ecke des Bodens geleuchtet und siehe da, die Lampe funktionierte wieder. Das war bei dieser Taschenlampe zuvor noch nie vorgekommen, dass sie einfach so ausgefallen ist und dann wieder funktionierte, weswegen ich vermute, dass der Geist in der Dunkelheit nicht gestört werden wollte. Letztes Jahr war mein Onkel, der ebenfalls in dem Haus wohnte, in den Urlaub gefahren und hatte seine Wohnung abgeschlossen. Da konnte also niemand rein. In dieser Zeit bin ich einmal an der Tür vorbeigelaufen und habe deutlich gehört, dass jemand mit Tellern und Besteck geklappert hat. Wie als hätte sich da jemand etwas zu essen gemacht. Da konnte aber niemand drin sein. Die Wohnung war schließlich abgeschlossen. Wer weiß, vielleicht hat der Hausgeist Hunger gehabt. Der Geist, der wohl bei uns wohnt, ist allerdings einer von der guten Sorte, der uns in Ruhe lässt. Da auch andere Familienmitglieder Zeugen von Vorfällen, wie zum Beispiel die Schritte auf dem Dachboden wurden, bin ich mir sicher, dass das alles keine Einbildung ist, sondern hier etwas vor sich geht, was man bisher nicht recht zu erklären vermag. Da wir den Geist aber in Ruhe lassen und auch er uns nicht zur Last fällt, haben wir kein Problem damit, dass vielleicht jemand bei uns wohnt, den wir nicht kennen. Ja, dazu muss ich sagen, man hört ja schon hin und wieder einmal, dass Bewohner eines Hauses den Eindruck haben, dass es bei ihnen spukt. Und die finden sich dann eben damit ab, weil sie so eine Art, ich sag mal, stillschweigendes Abkommen mit dem gefunden haben, was da bei ihnen im Haus vorgeht. Grundsätzlich, wenn es da nicht zu irgendwelchen unschönen Vorfällen kommt, ist das ja auch okay. Und ganz ehrlich, ich hätte da persönlich auch kein Problem mit. Allerdings ist natürlich der Gedanke, wenn man Bunga-Bunga-mäßig da zugange ist, dass da jemand zuschaut, auch nicht so nett. Oder wenn da aus der Ecke irgendwelche Buh-Rufe kämen. Der nächste Beitrag, der stammt wieder von einem Jupp, und zwar aus der Steiermark. Der schrieb, im Dezember 2013 surfte ich auf Willhaben, das ist so eine Gebrauchtwarenbörse, und fand dort einen Kristallschädel angepriesen. Da mich das Thema zu dem Zeitpunkt sehr interessierte und der Preis akzeptabel war, schlug ich zu. Ich bekam ihn zu Silvester abends und wollte ein paar Fotos davon machen. Dabei entstand ein Foto, auf dem es so aussieht, als ob dort ein Wesen in der Seitenansicht mit Maske und Federschmuck zu sehen ist. Tja, Pareidolie oder doch etwas Unerklärbares, entscheide selbst. Ich habe seitdem den leisen Eindruck, einen stillen Mitbewohner zu haben. Eieiei, das ist natürlich so eine Sache. Diese Kristallschädel, die man so kaufen kann, das sind ja meistens irgendwelche billigen China-Anfertigungen und die sind aus Glas. Da kann man im Prinzip jetzt überhaupt gar nicht viel zu sagen. Dafür sind die Informationen zu knapp. Die Frage ist, ist es wirklich ein Kristallschädel oder ist es ein Glasschädel? Ja, und dann hast du geschrieben, du hast ein Foto gemacht und dann hast du das da gesehen, was da drin ist.
Also gehe ich davon aus, dass, wenn man das mit bloßem Auge betrachtet, nicht da ist, oder doch? Also das fehlt mir da so ein bisschen alles als Information. Tut mir leid, da kann ich nicht so viel zu sagen. Aber vielleicht hier, ihr habt dazu etwas, was euch einfällt. Der nächste Bericht, der kommt von Kevin und Jana. Geschrieben hat ihn dann wohl Kevin. Und er schreibt, meine Freundin und ich fuhren in einer sternenklaren Nacht mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 100 Kilometern die Stunde auf einer Landstraße. In ca. 150 Meter Entfernung sahen wir einen Mann im schwarzen Anzug und Aktenkoffer, der am Straßenrand stand. Als wir uns ihm auf ungefähr 50 Meter näherten, wollte der Mann plötzlich die Straße überqueren und ging ohne Vorwarnung los. Meine Freundin, die schrie laut Stopp, während ich bereits eine Vollbremsung machte. Als wir mit dem Auto standen, sahen wir beide, wie der Mann sich einfach vor unseren Augen mitten auf der Landstraße in Luft auflöste. In der Nähe fuhren keine anderen Autos, keine anderen Lichtquellen waren vorhanden und kein Nebel oder sonstiges, was eventuell eine optische Täuschung hervorgerufen haben könnte. Wir beide haben den Mann unabhängig voneinander klar und deutlich sehen können. Für uns heute noch absolut unerklärlich. Ja, glaube ich gerne, da hat man dann noch keine Erklärung für. Schwer zu sagen, was ihr da so erlebt habt aus den Berichten, die ich hier so reinbekomme und die ich dann hier auch so erzähle. Da gibt es ja ähnliche Fälle. Aber was dann genau in so einem Moment passiert, da gibt es dann eben keine Erklärung für. Ja, jetzt schreibt wieder eine Lisbeth. Und sie berichtet, als Kind, so im Alter von 7 Jahren, bin ich oft wach geworden, weil mich ein lautes Gerede störte. Ich konnte es nicht verstehen, was gesprochen wurde, aber an meinem Fenster neben dem Bett standen 3 Personen. 2 Männer mit Hut und Anzügen und komischen Bändern am Kragen und eine Frau mit Kleid. Als sie mich bemerkten, wie ich wie erstarrt zu ihnen sah, kamen sie auf mein Bett zu, starrten mich an und verschwanden dann, als wenn sie schweben würden in Richtung meines Kleiderschranks. Und dort verschwanden sie dann ganz. Als ich wieder sprechen konnte, da rief ich meine Mutter, die dann kam und mich beruhigte. Da ist nichts. Das hast du nur geträumt. Denk an was Schönes und schlaf weiter. Ich hatte jedes Mal Angst und habe mich komplett in meiner Decke versteckt. Vor ein paar Jahren habe ich meine Mutter darauf angesprochen und sie erzählte mir, dass sie es erst für kindliche Spinnerei gehalten hätte. Aber nach und nach wurde ihr mulmig und als ich dann im TV eine Sendung mit alten Aufnahmen um das Jahr 1900 sah, da sagte ich wohl, so sehen die Geister bei mir auch aus. Meine Mutter hatte mir nun gestanden, dass sie dann auch Angst hatte, wenn ich nachts nach ihr rief. Und sie hoffte jedes Mal, dass sie dort keine Geister sieht. Sie hat sie nie gesehen. Ich frage mich bis heute, was das war. Den Kleiderschrank habe ich mittlerweile auch in meinem jetzigen Zimmer. Ich hatte anfangs richtig Angst, dass diese Gestalten nun wiederkommen, aber bisher ist alles ruhig. Der Schrank ist übrigens ein alter Bauernschrank und ist über 130 Jahre alt. Ich fand ihn lange unheimlich. Waren das vielleicht Shadow People? Also ich bin der Meinung, es gibt ja 2 Dinge, die man unterscheiden muss. Es gibt Fälle, dahinter lassen diese nächtlichen Besuche dann auch schon mal physische Spuren, das heißt Verletzungen. Und davon gibt es nicht wenige und die Leute, die darüber berichten, die berichten das von der ganzen Welt. Meist sind das Kratzer oder blaue Flecken, Blutergüsse, solche Dinge halt. Und das kommt daher, weil sie von diesen nächtlichen Besuchern dann angegriffen worden sein sollen. Und es gibt die Schlafparalyse. Und da ist es ja so, dass viele, nicht alle, aber viele bewegungsunfähig in ihrem Bett liegen und auch nicht reden können, aber dann irgendwelche gruseligen Gestalten durchs Zimmer laufen sehen. Und nun hast du ja diesen einen Satz in deinem Text. Da sagst du, als du dann wieder sprechen konntest, hast du deine Mutter gerufen. Und daraus schließe ich ja dann, dass du das eine ganze Zeit lang eben nicht konntest. Von daher wäre auch eine Schlafparalyse denkbar. Dennis aus der Mythengemeinde, der schilderte folgendes Erlebnis. Ich war circa in der 1. Klasse, da wurde eine Klassenfahrt von meiner Grundschule in Dortmund nach Frohnsberg gemacht. Es kam zu einer Nachtwanderung und wir stapften durch einen kleinen Wald auf eine Lichtung zu. In einiger Entfernung, genaue Meterangaben weiß ich nicht, weil ich ja noch ein Kind war ein großer Hügel und da tauchte plötzlich ein Licht auf. Es kreiste hin und her, blieb stehen, war sehr hell und absolut
geräuschlos. Es war kein Hubschrauber, den erkennen ja auch Kinder schon, und die Erwachsenen, in Klammer Lehrerinnen, verhielten sich enorm merkwürdig und brachen letztendlich die Nachtwanderung ab und wir gingen direkt wieder in die Jugendherberge, in der wir während der Klassenfahrt ein paar Tage wohnten. Ich weiß noch, dass die Erwachsenen kein Wort mehr darüber sprachen, wenn wir Kinder anwesend waren und wir nach einem Kakao oder Tee schnell auf unser Zimmer mussten und Schlafenszeit war. Am nächsten Tag haben die Lehrerinnen auch gar nicht mehr darüber gesprochen, was da passiert ist, und ich bin mir sicher, dass dies ein UFO war. Wie gesagt, die ganze Stimmung und Atmosphäre war schlagartig weg und selbst die Lehrerinnen waren völlig seltsam und schienen nicht zu wissen, was es war. Ja, interessante Geschichte, und da schreibt er noch, falls du meine Geschichte in deinem Video nennen wirst, möchte ich gerne noch, dass du kurz für mich, Diana, meine Mutter und Peter, einen Freund von mir grüßen würdest. Das wäre klasse. Ja, liebe Diana, lieber Peter, herzliche Grüße von mir. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Da kann man natürlich nichts zu sagen, da hätte man bei sein müssen. Auffallend ist natürlich, dass die Erwachsenen sich dann so merkwürdig verhielten. Dann war es vielleicht dann tatsächlich etwas, was auch die Erwachsenen sich nicht erklären konnten. Brokkoli nennt sich das Mythengemeindenmitglied, das den nächsten Bericht an mich gesendet hat. Darin heißt es, meine Großtante starb im Dezember 2003. Besuche bei ihr waren zuvor eher unbeliebt in meiner Verwandtschaft, denn sie war nicht gerade eine Person, die andere Personen mit Lob und Fröhlichkeit überhäufte, eher eine Person, die an allem und jedem Kritik übte. Auf der anderen Seite war sie jedoch streng gläubig. In der Nacht nach ihrem Begräbnis gab es in meiner ganzen Familie etwas unheimliche Vorkommnisse. Meine Großeltern, die hörten ein Klopfen im Zimmer, woraufhin meine Oma zu Opa sagte, er soll aufhören zu klopfen, was er jedoch selbst gar nicht gemacht hat. Meine Eltern gaben auch an, dass irgendwas auf die Bettdecke geklopft hätte. Ähnliches habe ich auch in meinem Zimmer erlebt. Und Ähnliches berichteten auch Onkel und Tanten und Cousins. Am schlimmsten hat es aber eine Cousine von mir erwischt. Sie war damals in ihrer wilden Jugendphase und etwas in der Punk- und vermutlich auch in der Drogenszene anzutreffen. Sie musste sich, ohne zu wollen, wie ferngesteuert, vor das Bett knien und ihre Hände zum Gebet falten. Im Wachzustand, ohne zu wissen, was ihr geschieht, rief sie nach ihren Eltern, die dann auch versuchten, ihr die Hände zu öffnen. Vergeblich. Und ja, eine 17-Jährige war somit stärker als zwei Erwachsene. Nach einer halben Stunde hat das Ganze dann nachgelassen und sie war wieder Herr ihres körperlichen Willens. Ähnliches ist danach nie wieder passiert. Grund sind also keine Epileptiker oder veraltete und verkalkte Wasserleitungen. War das eventuell die letzte Verabschiedung und der Versuch, vom Glauben Abgefallene doch noch zu bekehren? Also wenn das so stimmt, was die Familie deiner Cousine und deine Cousine da berichtet haben, dann ist das schon eine ziemlich krasse Sache. Von der Sache her würde es insofern passen, dass deine Tante ja, wie du schriebst, da kein gutes Haar an jemand ließ und ständig mit Kritik um sich warf, und da dürfte deine Cousine sicher ganz oben auf der Liste gestanden haben. Wenn es denn so war, wäre das natürlich schon anzunehmen, dass sie da deine Cousine in die Knie gezwungen und in Betposition gebracht hat. Bei allen anderen würde ich sagen, war das eher nochmal so ein Auf Wiedersehen. Der nächste Bericht aus der Mythengemeinde, der kommt von einem Dennis. Und der schreibt über merkwürdige Erlebnisse, die er hatte, die aber eigentlich doch ganz positiv sind. Ich möchte von den Erlebnissen mit meinem verstorbenen Husky Nubi erzählen. Er war ein ausgebildeter Blindenhund und 13 Jahre immer an meiner Seite. Dementsprechend ist die Bindung sehr stark. Am 15.01.2022 musste ich ihn erlösen, nachdem wir den Kampf gegen den Krebs verloren hatten. An diesem Vormittag war es extrem neblig, was für diese Region hier ungewöhnlich ist. Gut, muss nichts heißen. Am darauffolgenden Samstag wurde er im Tierkrematorium Dank und Treu in Schwäbisch Hall eingeäschert. An diesem Tag begannen die seltsamen Vorkommnisse. Davor war es hier den ganzen Winter über sehr mild. Doch an diesem Tag wurde es eiskalt. Als die Einäscherung begann, fing es an zu schneien und hörte praktisch genau wieder auf, als sie beendet war. Nach dem Heimweg ging auf dem Parkplatz vor dem Haus das Autoradio für 2 Sekunden an. Es war eine Stimme zu hören, aber es ging einfach zu schnell wieder aus, um etwas zu verstehen. Dies war weder davor noch danach noch einmal vorgekommen.
Neben uns parkte eine fette Nobelkarre. In diesem Auto ging das Licht an und auf dem Display im Auto stand das Wort Wächtermodus. Wenn das einfach nur die Alarmanlage des Autos war, muss diese sehr überempfindlich sein, denn wir waren dafür eigentlich zu weit von diesem Auto entfernt. Seitdem nehme ich ihn immer wieder wahr. Mal kann ich ihn riechen, mal höre ich nachts im Flur tapsende Hundepfoten, mal höre ich ihn aus Richtung seiner Urne jaulen und jinsen, wie er es machte, wenn er Gassi gehen wollte. Ebenfalls spüre ich oft seine Präsenz, wenn ich an einem seiner Lieblingsorte bin. Ich hatte auch öfter Träume von ihm, die sich nicht wie normale Träume anfühlten, eher wie eine Zwischenebene oder wie bei einer Schlafparalyse. Was ich noch dazu sagen kann, ich nehme keine Drogen und bin ansonsten psychisch sehr stabil. Und dann schreibt er noch, ich bin vor 2,5 Jahren durch das Thema Mythenmetzger mit meiner Freundin ins Gespräch gekommen. Also danke dafür, dass du mich aus meinem schönen, entspannten Single-Leben gerissen hast, du Arsch. Ja, dazu sage ich gleich noch was, aber erstmal zu der Geschichte. Also so, wenn so etwas passiert, finde ich ja diese Dinge absolut positiv und die brauchen dann auch keinem unheimlich zu sein oder so, sondern das sind ja durchaus positive Dinge, die da passiert sind. Der Spaß ist ja, es gibt nur ganz wenige Bücher oder ähnliches über das Thema Tiergeister. Solche Erlebnisse, die kommen gar nicht so selten vor, aber irgendwie schreibt da keiner groß drüber. Es gibt so ein paar Bücher, das ist klar, aber in der Masse, wie es ansonsten über diese Erlebnisse mit Geistern und so weiter geschieht, gibt es da nicht so viel. Das ist auch ein interessanter Fakt. Ich habe mich da schon immer gefragt, wie das kommt, dass sich dem Thema da so groß keiner annimmt. Denn Berichte darüber, die gibt es genug. Nur sind die eben nicht gruselig, sondern eher positiver Natur. Vielleicht liegt's daran. So, und was deine Freundin betrifft, mit der du jetzt zusammen bist, ich kann dazu nur sagen, ich habe gerade in den letzten 2 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Mails bekommen, dass sich hier auf dem Kanal Leute kennengelernt haben, die sich dann im Real Life trafen und seitdem irgendwie zusammen sind. Ich weiß ja nicht, woran das liegt, aber irgendwann bin ich nochmal wegen Kuppelei dran. Vielleicht nenne ich meinen Kanal auch um in Mythenship oder Mythendate, irgendwie sowas in dieser Richtung. Wobei habt ihr euch bei einer ganz bestimmten Plattform mal gefragt, die immer damit wirbt, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single auf Ship? Da frage ich mich die ganze Zeit, was ist das für ein Typ, der da alle 11 Minuten sich verknallt? Ja, okay, kommen wir zum nächsten Bericht. Ein Christian aus der Mythengemeinde, der hat ein merkwürdiges Erlebnis mit seinem Kfz-Schein. Ich hebe meinen Kfz-Schein immer im Handschuhfach auf. Vor einem halben Jahr stand dann wieder mal TÜV an und dafür benötigt man ja diesen Kfz-Schein. Nur, als ich ihn mir zurechtlegen wollte, war er nicht mehr im Handschuhfach, was mich wunderte. Ich suchte alle sinnvollen Stellen im Auto und im Haus ab, fragte die Autowerkstatt, ob ich ihn dort vergessen habe, aber nirgendwo war der Schein zu finden. Der Termin rückte näher und ich suchte noch einmal ganz genau im Handschuhfach, aber er lag dort nicht. Kurz vor dem TÜV fuhr ich mit dem Auto in den Kurzurlaub und auf dem Rastplatz musste ich durch Zufall nochmal was aus dem Handschuhfach kramen und plötzlich tauchte er wieder auf. Ich bin mir sicher, dass er davor nicht dort lag und ich schließe auch aus, dass Mitfahrer von mir ihn mitgenommen haben und ihn dort wieder platziert haben. Ja, wer mein Video über das sogenannte J-Phänomen gesehen hat, der weiß, dass solche Dinge passieren. Und dieses J-Phänomen, das geht ja weit über ich habe das übersehen oder der hat es übersehen hinaus. Ich lese zurzeit ein Buch, das handelt eigentlich über Timeslips, aber da ist auch ein großes Kapitel über dieses J-Phänomen enthalten. Und da ist auch eine Sache dran aus einem OP-Saal. Da war nämlich eine Operation im Gange und der Chirurg, der dort operierte, der brauchte ein bestimmtes Besteck. Das hatte die OP-Schwester vorher natürlich bereitgelegt, aber als ich es nehmen wollte, war es nicht mehr da. Der etwas verärgerte Chirurg, der ging dann selber zu diesem Brett, wo diese Sachen drauf liegen, aber auch er fand's nicht und auch ein begleitender Arzt fand es nicht. Also schauten sie auf dem Boden, ob es da hinuntergefallen sei und als sie wieder hochkamen, da lag dieses Instrument auf diesem Brett. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, ob alle zu blöd waren, ein bestimmtes OP-Besteck, was man benötigt, zu sehen. Es gibt da Geschichten drüber, die sind vollkommen irre. Vielleicht mache ich da nochmal eine Folge drüber, aber dieses J-Phänomen, das passiert in der Tat sehr vielen Menschen.
Und ich gehe mal davon aus, dass die Geschichte von Christian möglicherweise tatsächlich so ein J-Phänomen war. Der nächste Bericht aus der Mythengemeinde, der stammt von einer Lisa. Und Lisa schildert in ihrem Bericht Folgendes. Ich war eines Abends mit meinem damaligen Partner zu Hause. Aber nicht allein, ich wohnte noch bei meiner Mutter. Das Familienverhältnis zu meiner Uroma und zu meinen Großeltern war zu diesem Zeitpunkt sehr angespannt und nicht schön. Ich erfuhr dennoch, dass meine Uroma verstarb und ich war weder auf der Beerdigung, noch hatte ich großen Kontakt zu ihr. Als Kind war ich jeden Sonntag dort. Am besagten Abend wollten mein damaliger Partner und ich auf Amazon Prime, Achtung, Klammern, es ist nicht mein Account, einen Film anschauen. Ich hatte nur meinen PC und einen recht großen Bildschirm, den ich mit einem HDMI-Kabel verknüpft hatte. Mein Bett stand direkt davor, aber man musste schon zum PC laufen, um an die Tastatur zu kommen. Mein Partner ging auf die Toilette. Ich bin kurzsichtig und habe ganz dezent nur wahrgenommen, dass etwas in die Amazon-Suchleiste eingegeben wurde. Ich dachte, es würde da etwas auf der Tastatur liegen und bin aufgestanden, um zu meinem PC zu gehen. Aber es lag nichts auf der Tastatur. Dann habe ich gelesen, was in dieser Suchleiste stand. Hallo Lisa. Ich habe Panik bekommen und den PC ausgeschaltet. Ich habe daraufhin meinen Partner gefragt, ob er mich verarschen will und ob er gegebenenfalls mit dem Handy verknüpft war, um das in die Suchleiste einzugeben. Er schwörte darauf, es nicht getan zu haben. Natürlich kam mir der Gedanke, dass es ein Hacker gewesen sein könnte oder irgendeiner, der sich einen Scherz erlaubt hat. Aber warum sollte man so etwas in die Suchleiste schreiben, um zu kommunizieren? Oder war es doch ein Kommunikationsversuch meiner Uroma über Elektronik? Für mich ein einmaliges Erlebnis, was für mich einfach gruselig war und ich konnte es bis heute nicht vergessen. Den PC traute ich mich ebenfalls nicht mehr einzuschalten. Ja, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Keine Ahnung, wie so etwas kommen kann, aber man hört ja immer wieder mal, dass Verstorbene auch mit der modernen Technik klarkommen und versuchen irgendwie zu ihren Angehörigen Kontakt aufzunehmen. Vielleicht war es so etwas, aber wie gesagt, ich kann da nicht viel zu sagen. Ja, liebe Mythengemeinde, damit wären wir für die heutige Ausgabe eurer Erlebnisse durch. Langsam flappert mir nämlich so die Zunge nur noch aus dem Mundwinkel raus. Es gibt ja so die Meinung, eine halbe Stunde Video ist auch nur eine halbe Stunde reden, aber das ist weiß Gott nicht der Fall. Man muss sich ja diese ganzen Berichte auch vorher einmal durchlesen und dann verhaspelt man sich schon mal oder verliest sich und dann muss man den ganzen Abschnitt neu einlesen. Also da kommt dann so ein bisschen mehr als 30 Minuten Reden zusammen. Von daher muss ich meine Zunge jetzt mit Eiswasser kühlen. Ja, den nächsten Teil der Serie, den gibt es dann im nächsten Monat, aber ich werde da jetzt nicht irgendeinen Tag ankündigen, wann das sein wird. Ich weiß es noch nicht. Ja, wie immer bedanke ich mich bei all denen, die ihre Erlebnisse zugesandt haben. Ich muss aber jetzt auch gleich dazu sagen, ich brauche jetzt erstmal keine weiteren Erlebnisse mehr, falls sich da jetzt jemand ambitioniert fühlt, irgendwas zu schreiben. Ich habe da wirklich noch genug. Und eine neue Runde, die gibt es ja sicher dann irgendwann in ein paar Monaten oder in einem Jahr auch mal wieder. Wenn ihr also das Video mit Erlebnissen von Mitgliedern der Mythengemeinde okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin alles Gute für euch.